Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, dass du die heutige Sendung angeklickt hast und wünsche einen gesegneten Empfang. Wir unterhalten uns heute zum Thema Erlebnisse mit Gott aus dem Alltag einer Ärztin mit Frau Dr. Erika Dück. Herzlich willkommen, Frau Dr. Dück. Schön, dass Sie hier bei uns sind, dass wir Sie hier haben dürfen. Gerne so. Und dann steigen wir gleich ins Thema. Frau Dück, können Sie sich einmal vorstellen? Ja, ich bin Erika Braun und heiße Dück, weil mein Mann Rudolf Dück ist, auch Arzt. Geboren bin ich in Ukraine, in Rosenthal, lange, lange her. Und habe wunderschöne Erlebnisse aus der Kindheit und auch sehr schönes Erlebnis über mein ganzes Leben. Ich habe 3 Kinder, sind alle erwachsen. Ich habe 7 Großkinder und 2 Urgroßkinder, denn ich bin schon ein bisschen uralt. Das ist auch sehr schön. Und Sie haben da einen Vers, den Sie Ja, einen Vers, der über mein Leben steht oder immer gestanden hat, ohne dass ich das wusste. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behütet auf allen deinen Wegen und dich bringt an den Ort, an dem ich, den ich für dich bestimmt habe. 2. Mose 23,20. Ein sehr unbekannter Vers und er sagt trotzdem genau das, was in meinem Leben passiert ist. Ich weiß, dass Gott immer einen Engel mir zur Seite gestellt hat und der hat mich geführt, wirklich immer an die Plätze, wo Gott mich haben wollte. Und das ist sehr schön. Was hat Sie dazu motiviert, Medizin zu studieren? Oh, das war ganz einfach. Ich ging in den Kindergarten, war 5 Jahre alt und kämmte so gerne die anderen Kinder. Also wenn ich einen Beruf aussuchen, ich würde entweder Friseusin werden oder Ärztin, weil meine Mutter hatte nur eine Schwester und das war eine Ärztin. Und so wie die wollte ich werden. Das war mit 5 Jahren. Und das ist so geblieben, so immer geblieben. Immer die Idee. Und ich war zu Hause, wir waren 3 Mädchen zu Hause und ich war die Älteste. Mein Vater hat immer gesagt, du bist unser Junge, du musst studieren. Mhm. Na ja, dann habe ich eben studiert. Ja, okay. Und bin Ärztin geworden, ja. Wie haben Sie Gott in Ihrer Studienzeit erlebt? Oh, immer wieder. Nicht nur schon in der Volksschule, Zentralschule besonders. Immer wenn Examen waren, dann habe ich immer Stoßgebet. Lieber Gott, hilf mir, dass ich auch dieses gut mache. Ich war immer eine sehr gute Schülerin und wollte meine Noten nicht verderben. Und das ist auch immer gut gegangen, bis an der Uni. Und dann, weiß ich nicht, habe ich vergessen zu beten? Nein, ich habe vergessen zu lernen. Und gab ein Examen und fiel durch. Und das war auch gut. So ein Erlebnis muss man auch manchmal haben. Wo haben Sie studiert? In Buenos Aires. Ja, also mein Leben ist lang. Ja, also in Ukraine geboren, dann mit 8 Jahren aus Russland raus. Okay. Dann nach Polen, dann nach Deutschland. In Deutschland war ja der Krieg, den habe ich auch miterlebt. Aber auch haben wir mit dem Schutzengel daneben. Mir ist nie was Schlimmes passiert. Und dann an 47 rüber nach Amerika, also nach Paraguay sollte ich. Aber mein Vater und die Leute haben entschieden, nein, wir bleiben in Buenos Aires. In Paraguay ist bloß immer Revolution. Wir kommen ja aus dem Krieg, wir wollen nicht wieder in den Krieg. Dann blieben wir in Buenos Aires. Ich war 12 und das war mein Glück. Da konnte ich Medizin studieren. Mhm. Wären wir nach Paraguay gekommen, na, da wäre ich doch wohl eine gute Hausfrau geworden, nehme ich an. Kein Medizinstudium wäre nicht möglich gewesen. Sie haben neben dem Studium in einem Kinderkrankenhaus gearbeitet. Erinnern Sie sich an ein besonderes Erlebnis aus dieser Zeit? Das war für mich etwas sehr Wichtiges. Ich habe schon 3 Jahre, bevor ich fertig wurde als Arzt, im Kinderkrankenhaus gearbeitet. Buenos Aires hat ein wunderschönes Kinderkrankenhaus, 1300 Betten. Und ich habe da schon während dem Studium schon mitgearbeitet. Und die Krankenschwestern waren überlastet. Und dann hatten wir noch die Gastroenteritis-Epidemie, wo die Kinder so brachen und Durchfall hatten und starben wie die Fliegen. Und wir kamen fast nicht fertig, nicht wir als Ärzte und schon gar nicht die Krankenschwestern. Und da musste man immer Suero ansetzen, also Infusion. Und die Schwestern schafften das schier nicht. Und da habe ich gesagt, zeig mir, wie geht das? Und da gaben sie mir das Flügelnadelchen, dann setzte ich hier am Kopf die Sueros an und das glückte wunderbar. Und das habe ich 3 Jahre, also bevor ich Ärztin war, da schon gearbeitet. Das hat mir sehr gut getan. Es war interessant und für mich sehr wichtig, für den Beruf, für später. Und auch dieses Ansetzen von den Infusionen, das habe ich dann hier in Paraguay weitergebraucht. Mhm. Hier war das auch nötig. Ja? Die Schwestern hatten auch nicht Zeit oder hatten auch vielleicht nicht so diese Gabe. Und ich habe die in den Fingern. Das hat immer gut geklappt. Ja, und Gott hat mich auch da begleitet, da im Positiven auch mal negativ.
Ich habe für die kranken Kinder gebetet, ja. Und da war ein Kind so krank. Es war das einzige Kind der Mutter. Und ich wollte doch so gern, das sollte am Leben bleiben. Da habe ich mich neben dem Bettchen niedergekniet und habe für das Kind gebetet. Und was passierte? Gott nahm es zu sich. Ja. Und das musste ich dann auch erleben. Und so, nicht immer, wenn wir beten, tut Gott das, was wir wollen. Er ist ja auch nicht ein Aufstehmenschen, dass er immer das tun muss. Er tut das, was richtig ist. Diese Frau, ich habe sie nie wieder gesehen, aber die hat sicher mehr Kinder gehabt später und das war auch kein Problem. Aber in dem Moment dachte ich, lieber Gott, dieses Kind kannst du doch nicht wegnehmen von hier. Und er nahm es zu sich. Ihr Mann kommt aus Paraguay. Ja. Er hat ebenfalls in Buenos Aires Medizin studiert. Wie haben Sie sich kennengelernt? Da war eine Gemeinde und zu der Gemeinde ging ich schon. Ich war 15 Jahre alt und ging immer zum Gottesdienst. Und einen Sonntag kam ich dahin und dann war dieser Student aus Paraguay da. Und ich war 15 und er war 18. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, dass er ein Student war und der nach Argentinien kam, um zu studieren. Dann stellten wir fest, dass er all seine Studien, die er hier gemacht hatte, Volksschule, Zentralschule, Krankenpflegekursus, Lehrerseminar hat er hier gemacht, das zählte in Buenos Aires gleich null. Er musste wieder anfangen mit Volksschule, Mittelschule und dann erst zur Uni. Da durfte ich ihm helfen, weil ich hatte ja das schon alles. Gab ich ihm die Bücher und die Hefte, die er brauchte. Und da haben wir uns so kennengelernt. Okay, geheiratet haben Sie in Buenos Aires. Und aber viele, viele Jahre später, ja? Ja. Viele Jahre später. Aber es ist ein schönes Studium, es ist sehr interessant. Ich sagte ja schon, fing schon vor dem Studium an, mich auf Kinder einzustellen. Okay, Sie haben dann nach vielen Jahren in Buenos Aires geheiratet und bald nach dem Studium sind Sie nach Paraguay gezogen, ja? Ja. Um hier zu arbeiten. War diese Umstellung von einer Großstadt in einer ländlichen Umgebung mit weniger medizinischen Möglichkeiten schwierig oder eher nicht? Nein, eigentlich nicht schwierig, weil ich habe mich darauf eingestellt. Auf unserer Hochzeit wurde gesungen, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Also ich war ganz klar, ich gehe mit ihm nach Paraguay. Und ich war hier schon gewesen im Sommer, ohne Strom, mit viel Hitze, bloß mit dem Strohfächer. Habe das alles überlebt, habe gedacht, na jetzt, wo es da schon ein bisschen Strom gibt, das wird schon gehen. Und die Umstellung von Krankenhaus, nein, das hat mir nicht schwer gefallen. Ich habe dort auch nicht in so einem Krankenhaus gearbeitet, wo alles zu haben war. Das Kinderkrankenhaus war arm und wir mussten uns immer wissen mit dem, was wir da hatten. Ah ja, und weil ich nach Paraguay gehen wollte, dann musste ich auch noch, sagte man mir, ich sollte noch einen Kursus absolvieren, wo man lernt, assistieren, wenn mein Mann würde operieren müssen. Ja, und ich musste dann, na, dann habe ich das auch noch gemacht. Und dann sagte der, wenn ihr zu den Affen geht, dann musst du wenigstens einen Blinddarm rausnehmen können. Und dann musste ich eine Blinddarmoperation machen. Ich hatte ja schon viele gesehen und assistiert. Ja, dann habe ich den Schnitt gemacht, drückte und der Blinddarm kam raus und ich konnte ihn abbinden. So schön und einfach war das. Aber so sind die Operationen lange nicht immer. Nein, nein, die ersten Operationen, die ich mit meinem Mann zusammen hier in Paraguay machte, waren katastrophal. Die dauerten, ja, ich weiß nicht, die Narkose war mit Äther. Und die Patientin war jung und ich hatte Angst, oh, ich weiß ja, was das für Komplikationen geben kann. Sagte zu meinem Mann immer, beeil dich, das muss schneller gehen. Und das dauerte und dauerte. Zweimal ging es so. Der eine Blinddarm saß ganz hinten, der andere war an der Leber fast festgewachsen. Das waren ganz komische Sachen. Und dann haben wir beschlossen, ich würde ihn nicht mehr begleiten ins OP. Nein, weil ich war ihm keine Hilfe. Das Assistieren, das konnten die Schwestern und ich habe ihm bloß immer dazwischen geredet. Also haben wir uns entschieden, ich gehe in die Sprechstunde, was für die Patienten auch sehr gut war. Und er machte die Operationen allein und dann hat auch alles gut geklappt. Super. Können Sie ein besonderes Erlebnis aus den ersten Jahren Ihres Dienstes hier in Paraguay erzählen? Oh ja, hier haben wir sehr vieles erlebt. Unsere Arbeit fing in Paraguay in Fullendam an. Das war die erste Kolonie. Wir sagten, das war unser erstes Schlachtfeld. Dann sagten die Leute, und sind viele gestorben? Nein, sind nicht viele gestorben. Es war ein sehr schönes Arbeiten mit Mennoniten, eine kleine Kolonie, Fullendam ist ja nur klein, und mit sehr vielen Paraguayern. Da kamen sehr viele Paraguayer und Spanisch konnten wir ja und die freuten sich, dass wir so gut Spanisch sprachen. Da haben wir sehr gute Arbeit gemacht, 2 Jahre. Und nach 2 Jahren kamen wir dann hier zum Chaco und hier ging es auch gut. Und wir sind viel, viel gewandert. In allen Kolonien haben wir gearbeitet, in allen, außer Friesland.
In jeder Kolonie ungefähr 5 Jahre. Mhm. Und dass wir immer wechselten, das lag nicht an mir, weil ich bin eine stetige Person. Ich bin lange gerne am selben Platz. Aber mein Mann mag so gerne wechseln. Und dann haben wir immer wieder eine andere Kolonie besucht und da gearbeitet. Und das war auch schön. Sie haben in verschiedenen Krankenhäusern, wie Sie eben schon erwähnten, und in verschiedenen Kolonien und mit verschiedenen Menschen gearbeitet. Wie hat diese Tatsache Ihr Leben geprägt und wie haben Sie Gott dabei erlebt? Sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Also Gott erlebt man immer näher oder realer, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Und uns ging es niemals schlecht. Wirklich nicht. Einfach, wir haben immer sehr, sehr gut und positive Seiten geliebt. Dann habe ich noch den Spruch gelesen, Gott züchtet jeden Sohn, den er liebt. Oh, habe ich gedacht, dann liebt er mich wahrscheinlich nicht so sehr, weil ich erlebe nichts Negatives. Es war immer sehr schön und positiv in allen Kolonien. Wir haben überall Freunde gefunden, haben uns wohlgefühlt, haben da gearbeitet nach 5 Jahren. Ja, hat mein Mann entschieden, wieder weiterzuziehen, dann sind wir weitergegangen. Gott war immer mit uns. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar, unser Leben lang. Und wie haben die Kinder diese Umzüge mitgemacht? Naja, verschieden. Unser erster Sohn wurde in Buenos Aires geboren. Mhm. Die Tochter, die nächste, wurde in Philadelphia geboren. Und die letzte hier in Loma Plata. Mhm. Also alle drei aus verschiedenen, verschiedenen Nationen praktisch. Nein, die haben das auch alle gut mitgemacht. Natürlich haben wir auch versucht, nicht gerade im Halbjahr zu wechseln, immer im Januar. Mhm. Dann wollten wir immer einen Monat Ferien dazwischen haben und das glückte nicht immer. Mhm. Welches war für Sie der schönste Einsatzbereich und warum? Der schönste Einsatzbereich war Kilometer 81. Mhm. Da ist man Gott noch näher, weil das sind ja so furchtbar arme Leute, die man da bedient und so schlimme Krankheiten, für die es keine Heilung gibt. Und Gott weiß auch da immer Wege, um da zu helfen und weiterzuführen. Es war der schönste Arbeitsplatz, war Kilometer 81. Auch die Gemeinschaft auf dem Hof war so schön. Wir haben in jedem Krankenhaus versucht, einen Geist hineinzubringen, dass es ein bisschen eine Familie war. Das ganze Krankenhaus gelang uns auch ganz gut, weil wir waren die einzigen Ärzte. Heutzutage, wenn 12 Ärzte sind, versucht da mal einen Geist reinzubringen. Ist wohl nicht gut möglich. Aber wir haben es in der Hinsicht sehr schön gehabt. Wir haben immer jedes Krankenhaus, wir waren die Einzigen, also waren praktisch die Eltern von denen und mussten immer Schwesternkurse geben, was wir nicht gelernt haben im Studium. Da gibt es sowas nicht. Da sind Schwesternschulen und da werden die Schwestern aus. Aber hier mussten wir vom ersten Tag an in Fohlendamm, wir kamen hin, hier sind 8 Studenten, die wollen jetzt Schwesternkursus machen. Ah ja. Was ist denn Schwesternkursus? Naja, wir brauchen die, wir brauchen das Personal. Sie müssen die jetzt ausbilden. Ja, wie? Nein, dieses ist das Material, was die anderen Ärzte bis jetzt gebraucht haben. Haben uns das angeschaut und nach dem Material haben wir unterrichtet. Und es ging. Und es ging. Es sind gute Schwestern geworden. Besonders hier die Fernheimer, unsere erste Gruppe hier, die steht noch immer hinter uns. Sehr, sehr gut. Das war eine sehr schöne Zeit. War dein Beruf für Sie auch eine Berufung? Aber ja, als Mediziner kann man gar nicht anders. Andere Berufe kann man lernen und ist man 65, hängt man die an den Nagel. Aber Medizin ist ein Lebensberuf, also der geht einfach rein und dann ist man Arzt und man bleibt Arzt, auch wenn man, so wie jetzt, 86, ich bin immer noch Arzt, ich arbeite auch noch gelegentlich ein ganz kleines bisschen im Pflegeheim. Aber das darf man ja in diesem Alter nicht. Mit 81 habe ich aufgehört im Sanatorium. Da habe ich 50 Jahre gearbeitet. Das war auch ein sehr schöner Arbeitsplatz. Mhm. Außer Kilometer 81. Dies war ja ganz anders, psychisch. Ja? Mhm. Aber das hat mir auch sehr, sehr gut gegangen. Wann, glauben Sie, fühlt ein Arzt sich ganz besonders abhängig von Gott? Gibt es auch ein Erlebnis aus Ihrem Leben dazu? Na ja, sicher, wenn es mal besonders schlecht geht. Ich sage, uns ging es selten schlecht. Aber wenn mal ein Patient sehr, sehr so zwischen Leben und Tod hing, so an einem Fädchen, dann haben wir auch sehr gebetet um das Leben dieses Menschen. Einmal ist es mir so gegangen, da hatten wir 2 Patienten, die starben ganz kurz hintereinander an einer Allergie. Mhm. Das ging ganz schnell. Jetzt kam der 3. Patient. Auch Allergie. Dann habe ich Gott gebeten, aber nicht diesen auch noch nehmen. Bitte, bitte, lass uns diesen mit Medikamenten, wir wussten ja schon, was geben, durchbringen. Und wirklich, er wurde gesund. Mhm. Und er lebt noch. Er lebt noch. Ja, solche Erlebnisse hat man immer wieder gehabt. Nicht immer ist es positiv ausgegangen. Manche sterben. Mhm. Aber das war noch ein großer Trost für mich.
Kein Mensch stirbt an einer Krankheit. Jeder stirbt am Willen Gottes. Wir können unserem Leben keine Stunde zusetzen und keine abschneiden, kein Stückchen. Das hat mich in meinem Beruf sehr, sehr getröstet. Also es hängt nicht alles von meinem Wissen und Können ab. Gott sagt das letzte Wort. Wir müssen trotzdem alles geben, was wir wissen und können. Aber Gott sagt das letzte Wort. Und das war für mich sehr wichtig. Bis zuletzt. Immer noch. Und jetzt in unserem Leben auch so. Wir leben und wissen nicht, wie lange. Wir sterben und wissen nicht, wann. Was möchten Sie den Zuschauern aus dem reichen Schatz Ihrer Erfahrungen noch weitergeben? Nun, dass Gott für jeden eine besondere Aufgabe hat. Er hat nicht besondere Leute, aber er hat besondere Aufgaben für jeden. Und besonders für uns Frauen. Ich denke, wir Frauen haben noch mehr Möglichkeiten, in Gottes Nähe zu bleiben und zu leben und sind abhängiger von ihm wie Männer. Naja, wir tragen auch mal ein Kind in uns und müssen das Kind zur Welt bringen. Und da brauchen wir Gottes Nähe, Gottes Schutz, Gottes Begleitung. Und dass wir gesunde Kinder haben, ist ja auch wirklich eine Gnade von ihm. Und dass wir Kinder und Großkinder und jetzt noch Urgroßkinder haben, das ist ein ganz besonderer Weg, den Gott uns geführt hat und für den wir sehr, sehr dankbar sind. Und das möchte ich anderen weitersagen. Wir haben alle Aufgaben und wir müssen sie bloß erkennen und tun. Gut, vielen Dank, dass wir Sie hier im Studio haben durften. Ja. Schön, dass Sie dabei waren. Schön. Gott segne Sie auch weiter. Dankeschön. Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Schön, dass du dabei warst. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben.